Die Frage, wie lange dauert es noch, bis man menschenartige künstliche Intelligenz hat, hat ein bisschen damit zu tun, wo man eigentlich forscht. Also es hängt nicht so sehr davon ab, wie fest man nach Kartoffeln gräbt, als vielmehr, wo man nach Kartoffeln gräbt. Solange man glaubt, dass das Hirn ein schneller Computer ist, kann es auch ganz, ganz lange gehen. Wenn man die richtigen Fragen stellt und das Hirn vielleicht ein bisschen anders anschaut, kann das schon in 5 bis 10 Jahren passieren.